Ja, wir wollen die Gelegenheit nützen und einmal hochschalten zu meinem Kollegen Christian Trippe. Der ist unmittelbar vor dem Schloss in Elmar. Guten Morgen, hoch ins Zentrum der Macht, hoch zum Schloss. Herr Trippe, aus Ihrer Sicht, was hat der Gipfel bisher gebracht? Der Gipfel hat sich auf einer gemeinsamen Linie zu Russland verständigt. Es gibt eine Formulierung, wie die G7 das Vorgehen Russlands in der Ostukraine bewerten und wie sie mit Russland in Zukunft weiter umgehen wollen. Wir kennen sie noch nicht. Sie steht im Schlusskommuniqué, das aber erst heute Mittag veröffentlicht werden wird. Gibt es denn Signale aus der deutschen Delegation, ob die deutsche Delegation zufrieden, insbesondere Angela Merkel, zufrieden ist mit dem bisherigen Verlauf des Gipfels? Die gibt es. Die Sherpas haben gestern am späten Abend die deutschen Journalisten noch informiert. Und das war ein sehr rosiges, ein sehr sonniges Bild, das dort gezeichnet wurde. Alle Teilnehmer loben den Verlauf der Diskussion, das Klima, das offene Klima der Diskussion. Alle Teilnehmer loben den Gipfelort Schloss Elmau als geeigneten Ort für den Austausch ohne Redemanuskripte, ohne vorbereitete Sprechzettel. So stellen es die Sherpas, so stellen es Regierungskreise dar. Die G7 sind ja nicht nur in Deutschland ein bisschen unter Rechtfertigungsdruck geraten, ob der hohe Aufwand, der hohe Sicherheitsaufwand, das viele Geld überhaupt noch lohnt, den Ertrag, der politisch dabei herauskommt. Wir müssen abwarten, wirklich, was die Schlusserklärung bringt, ob dort die strittigen Punkte ausgeräumt worden sind. Im Augenblick sitzen die G7 gerade zusammen und diskutieren über die Energiepolitik und über die zukünftige Klimapolitik. Wir haben ja eben im O-Ton von Horst Seehofer auch schon gehört, der Verweis auf Klimaschutz, der Verweis darauf, dass Ende des Jahres in Paris eine große Weltklimakonferenz unter dem Dach der Vereinten Nationen stattfinden wird. Und auf dieser Weltklimakonferenz, da soll ein neuer Klimaschutzvertrag geschlossen werden. Die Bundeskanzlerin als Gastgeberin drängt darauf, dass im Kommuniqué ein Ziel festgeschrieben wird, nämlich die Erderwärmung solle um 2 Grad begrenzt werden. Aus der französischen Delegation war heute Vormittag schon zu hören, dass sich Angela Merkel damit offenkundig durchgesetzt hat, dass vor allem Japan, das diesem Ziel sehr kritisch gegenüberstand, beigedreht ist und das jetzt auch unterstützt. Was aber noch nicht klar ist, ob im Schlusskommuniqué auch konkrete Reduktionsziele festgeschrieben werden, eine Art Selbstverpflichtung zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes der Industriestaaten. Auf jeden Fall, wenn ich Sie richtig verstehe, könnte der Klimawandel, die Klimapolitik so ein Thema sein, wo man merkt, na ja, vielleicht nützt diese spezielle Kaminatmosphäre doch was, macht die beteiligten Staats- und Regierungschefs ein bisschen kompromissbereiter. Ja, das ist ja das Ziel dieser G7-Gipfel, dass jenseits festgelegter, strenger Tagesordnungen die 7 führenden Industriestaaten sich selbst verpflichten, sich in die Augen schauen und sich verabreden, so machen wir das. Das wird unser Handeln auf internationaler Bühne in den nächsten Monaten bestimmen. Und nach dem, was bisher zu hören ist, könnte das beim Thema Klima funktioniert haben. Aber kleine Einschränkung muss man machen, wenn man schon mehrere dieser G7, damals noch G8-Veranstaltungen beobachtet hat. Es gab ähnliche Selbstverpflichtungen, gerade was den Klimaschutz angeht, auch schon in der Vergangenheit, ohne dass die zu einem geschlossenen, konkreten Handeln geführt hätten. Die Welt wartet seit längerem auf einen neuen Weltklimaschutzvertrag. Vielleicht kann das, was hier in Elmau geschieht, ja zumindest unter den traditionellen, den alten Industriestaaten neuen Schwung bringen. Jetzt steht ja der sogenannte Outreach-Gipfel auf dem Programm. Haben Sie beobachten können, sind die Staats- und Regierungschefs aus Afrika und Asien schon auf dem Schloss angekommen? Noch nicht. Hinter mir sieht man im Gebüsch einen Scheinwerfer. Das ist ein Scheinwerfer, den und die wird filmen, wenn die Staats- und Regierungschefs aus Afrika und auch der internationalen Organisationen, die hier eingeladen worden sind, vorfahren. Wir erwarten Staats- und Regierungschefs aus Nigeria, aus Liberia, Tunesien, aus dem Irak, aus Ländern vor allen Dingen, die Probleme haben mit dem Islamismus, ja, mit dem islamistischen Terrorismus, Stichwort ISIS im Irak und in Syrien oder Boko Haram in Westafrika. Mit diesen Ländern soll geredet werden über ein koordiniertes, über ein besseres,
ertragreicheres Vorgehen gegen diese islamistischen Bestrebungen. Das ist ja nicht nur die militärische Komponente, sondern der Islamismus dringt in die Gesellschaften, in die Bildungssysteme dieser Länder ein. Darüber soll geredet werden. Und dann geht es natürlich weiter eben um Bildungschancen für Afrikaner. Es geht um eine Verbesserung der Gesundheitssysteme. Es geht um Frauenförderung, ein Thema, das die Deutschen auch auf die Tagesordnung gesetzt haben. Und es geht darum, in diesen Ländern zum Beispiel die Verbreitung von Epidemien und Pandemien erfolgreicher zu bekämpfen. Da war die Ebola-Seuche vor einem Jahr ein warnendes, lehrreiches Beispiel für die Weltgemeinschaft. Ja, vielen Dank, Christoph Trippe, für diese Einschätzung direkt aus dem Schloss in Elmau.